Ne, hey, Stoß, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ratchet Gladiator. Ich bin Stessel in 5 und... Das wäre ein Spaß, oder etwa nicht? Sammel mir kein Ohr ab hier. Das letzte Mal haben wir ja mit dem Pirscher Spaß gehabt. Heute muss ich erstmal gucken, ich weiß gar nicht, was ist hier... Was gibt's hier überhaupt zu tun? Ja, okay, das haben wir ja mit der Magma-Kanone. Mit Schockmodifikation, das ist gar kein Problem. Gehirnwäsche habe ich nicht. Schockmod. Schockmod habe ich ab der Bat. Holo. In beliebigen Herausforderungen Angriffe mit Holo. Okay. Töte 5 Henker mit dem Schlüssel. Ja, das kannst du dir sonst wohin stecken. Beliebige Herausforderung, ohne zu sterben. Wenn jetzt ein Umwandlungsmod um. Töte Gegner mit Schmelz. Das ist das geringste Problem. Von 60 Sekunden 10 Gegner? Das haben wir schnell erledigt. Liebe Herausforderungen und Schaden, töte 40 Gegner in verschiedenen Motivationen, mit dem Skorpion, oh, das kriegen wir auch noch hin. Lass du 3 Henker mit Napalm und in Flammen aufgehen. Oh. Wenn's weiter nichts ist. Ich meine, die brennen ohnehin so schön, davon mal abgesehen. Ach, guck mal, ein Haufen Gegner. Verpassen, erwartet sie einen Ball voller Tod? Bloß nicht nervös werden. Macht nix. Das wollte ich nicht. Zeittag! Uncool. Gut, dass hier fast alle meine Waffen Schockmotter. Ja, gut. Das ist schon mal ein Punkt. Das war Nummer 2. Weiter so. Na, was spuckt ihr denn aus, hä? Ach, das ist ja... Das ist ja... Das Ding habe ich schon viel zu lange nicht mehr benutzt. Mal ganz davon abgesehen. Uncool. Das war nicht cool. Da brauchst du mich gar nicht so dumm zu hauen. Und der Laser, den Laser kannst du dir auch sonst wohin schieben. Du gehst mal schön aus meinem Radius, Junge. Der brennt. Das Ding ist kaputt. Das Ding ist kaputt. Napalm bitte. Dann halt nicht. Mach es selber, komm. Schildlader ist irgendwie so eine Sache, ne? Nummer 3. Ich nehme die 3. Okay. Bom, 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 bom. Immerhin hat das Ding auch mal ein Level up bekommen. Ich benutze es ja so selten. Elektrosturm. Nice, noch ein Achievement. Ach, du schon wieder. Du brennst. Das der Mops liegt im Pfeffer. Der Mops liegt im Pfeffer? Was ist das denn für ein Sprichwort? Der Mops liegt im Pfeffer. Schilde hoch, Kugeln hacken. Oh. Er hat ein Hammerschiff und kann nirgendwo hin. Nach der Rekalibrierung der Blitzableiter ist der nächste Schritt, die Kontrollpunkte im Kern des Schilds zu hacken. Und Bibelim, die Schilde sind oben. Schade, dass der Reaktor der Basis einen direkten Treffer bekommen hat. Schade, dass überall Strahlung ist. Schade, dass ich Bibelim gesagt habe, wer schreibt eigentlich diesen Lesen? Kann ich einfach raus? Söldner allein und ich werden gehen. Sie haben uns so weit gebracht. Wir schulden es ihnen. Ach so, die hacken einfach. Geben Sie uns Deckung, Sir. Ich will nicht auf dem Schrottplatz landen. Ach so, ich dachte, ich soll raus. Dass der kleine Kerl noch am Leben ist. Was meinst du, Juanita? Der Lombax hat ein echtes Talent dafür, seinen stinkenden Pelz zu retten, Dallas. Was für eine Enttäuschung. Oh. So, ihr beiden Dumpfbacken, seht zu.
meine, ich kann euch reparieren. Ich sag mal, im Koop macht's auch mehr Spaß, weil einer einfach fliegt und der andere hackt. Das macht um einiges mehr Spaß, sagen wir es mal so. Als das hier. Jetzt darf ich nämlich zusehen, dass ich aus der Luft hier alles einfach nur abballer, während die ihren Spaß haben da unten. Okay. Was machst du? Du Vordrängeln gilt hier nicht, Junge. Piu, 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 piu. Da. Geht mal ruhig auf meine Bots, die halten das aus. Komm nicht wieder. Easy. Hab ich jetzt? Hab ich nach Hause? Nee, noch mehr. Überlebenskampf. Mein Gott, Dreadzone ist ein Haufen Sackgesichter. Gestartet. Wenn das Darkstar-Team den Angriff nicht abwehrt, sind die Leute auf Stevia bald platt wie die Pfannkuchen mit Sirup, Butter und etwas Orangenverzierung. Oh nein, kann ich hier Frühstück als stilles Abendessen haben oder ist das einfach nur seltsam? Okay. Das ist nicht seltsam, Frühstück ist cool. Richtig, Stevia, das Darkstar-Team und die bösen Jungs von Red Zone. Ich bin dabei. Nur mal so, Frühstück ist cool. Wichtigste Mahlzeit des Tages, Kinder. Oh. Das ist ein Schwein. Das ist das Gute hier halt. Ich kann immer wieder Munition nachtanken. Das ist die Frage von... Achso, hier. Kabums! Kabums! Ihr sollt nicht das... Fuck it. Funktioniert genauso. War das jetzt die ganze Welle hier? Das ist effektiv. Bis zu 5 kann ich? Echt? Wow. Ich wollte mir nicht sagen, dass das jetzt schon eine Angriffswelle war. Komm schon, greif mich doch mal richtig an. Na los. Oder zählen die Tiere noch als Feinde? Wow, ich glaube, die Tiere zählen noch als Feinde. Das ist zwar feige wie Sau, aber... Es hat irgendwo was. Sich hinter einem fucking Holoschild V3 zu verstecken. Alter, ist das ein hartdeckiges Küken! Und eine Idee. Napalm bitte. Oder stirb einfach, das geht auch. Was hast du denn? Du hast hier nichts zu melden. Zieh ab. Das war alles? Okay. Keine Nebenmission. Auf einer Maraxus. Da diskutiere ich doch nicht lang. Wenn das Spiel mir keine Nebenmission gibt das keine. Dann gehen wir direkt nach Maraxus. Nach Maraxus. Nach einer Maluxia. Wisst schon, dieser merkwürdig haarige Typ mit der Sense aus Kingdom Hearts. Genau der. Da landen wir jetzt. Auf seiner hohen Stirn. Und nirgendwo anders. Mit unserem Eierkarton. Merkwürdigste Fanfiction ever. Heute hat unser Superkandidat Zoro einiges vor. Seine drei Bots sind im Gefängnis verteilt und werden schwer bewacht. Ich hab nur zwei Bots, du Dumpfbacke. Alle drei befreien. Ich hab nur zwei. Durch eine Armee von Killerrobotern kämpfen. Ich hab meine Jungs nicht... Wow, ich hab sie echt nicht dabei. Ich weiß nicht, ob ich glücklich sein soll oder genervt. Ich bin mir unsicher. So, was ist hier mein... Was sind denn hier so? Ohne Schaden zu nehmen.
30 Schwärme in Sekunden, töte hintereinander Jäger-Minenwerfer, Banner-Belegung mit Trefferquote von über 75%. Das kann ich locker machen, wenn ich gewisse Waffen benutze. Töte 3 Sensenmänner ohne Schaden zu nehmen. Was sind Sensenmänner? Und den Gegner in der What? Also, töte 30 Gegner in 30 Sekunden, mit verschiedenen Modifikationen. Mit 8 verschiedenen Modifikationen. Ja, viel Spaß dabei. Ach, das wäre sogar gar nicht mal so schlecht. 5 Gegner mit Napalm-Mod. Joa, sind miteinander. Richter, Schlüssel, Zeug. Des Gefängnisses untergebracht. Gehe in den Alpha-Block und befreie. Seid ihr Sensenmänner? Ich meine, ihr seht eher aus wie Stachelschweine. Nur mal so, ihr seht echt eher aus wie Stachelschweine. Übergroße, aggressive Stachelschweine. Und ich habe direkt schon 2 Achievements. Nice Sache. Easy. Hoffentlich muss niemand zur Toilette, denn so schnell gehen wir nicht wieder in den Werbeblock. Hi. Wow. Vielleicht ist die Viper da auch nicht unbedingt die beste Idee für eine Trefferquotenoption. Nur mal so. Sie werden meine Hilfe brauchen. Ich hab nur jetzt auch nichts, was ein Gefriermod drin hat, ne? Es kann losgehen. Okay, einen haben wir wieder. Ratchet hat den ersten Bot befreit und ist jetzt auf dem Weg zum Beta-Block. Bin ich das? Wir brauchen einen ERI, um das Schockfeld des Bombens auszuschalten. Wow. So. So. Da kann ich... Hi! Alles cool bei dir? Bom! Bom! Ganz vergessen, es gibt ja Schwerkraftstiefel. Komm schon. Und noch haben wir nur den Mod. Glaub mir. Es ändert sich bald. It will change. Ich wollte gerade sagen, geh doch mal drauf, Mensch. 4 Stück? Ja, das ist doch schon mal was. Das ist schon mal was. Ne. Kontrollpunkte einnehmen. Ratchet muss alle 3 Hauptknotenpunkte im Gefängnishof einnehmen, um das Portal zum Beta-Block zu öffnen. Boss, Sie sollten mal auf die Karte schauen, um die Knotenpunkte zu finden. Ich war gerade mehr damit beschäftigt, einen richtigen Laserrücken mit meiner Karre abzuknallen. Alter, hält der Puma wenig aus. Lässt du den wohl in Ruhe? Ratchet kommt in rasantem Tempo durch das Tor und nimmt sich den ersten Knotenpunkt vor. Es bleiben noch 2. Ich meine, darf ich? Krieg ich dann 3? Wollen Sie wissen, was in der Spezialsoße ist? Nein, ich möchte nicht hier... Nee. It's disgusting. Okay, aber ich bin gegen meine eigene Mine gefahren. Mal ein bisschen heilen, das Ding. Mach bloß keinen Kratzer in den Puma. Das ist der Hauptpreis in unserer Tombola. Digga, der Kratzer ist schon lange vorbei. Tweep! Stirb aus! Yikes. Mach mal. Ich kümmere mich um den Rest. Irgendwie. Geh weg. Ich glaube, ich habe gerade auf den Laserrücken geschossen und er hat... Okay. Ist das Ding jetzt gerade in die Röhre da geflogen? Wieso verwundert mich sowas manchmal nicht? Ich meine, ich ziehe so Glitches und all sowas ja irgendwo nahezu magisch an. Und damit meine ich immer nicht so die Art von witzig Sachen, sondern mehr so diese, boah, wirklich Dinger?
Abrissmüll! Ich parke einfach auf meinem Heil, auf meiner Heilplattform. Was willst du dagegen tun, hä? Okay, pass auf. Nee, nicht der Tilger. Es wäre nice, wenn ihr mal tatsächlich nicht auf meinen Typen gehen könntet. So, wir spielen das beliebte Spiel Sentry gegen Sentry. Du verschwindest einfach, okay? Es sieht einfach merkwürdig aus, wie hier einfach ein Huhn rumfliegt. Ein schwer beeindruckter Kommentator. Okay. Die sind einfach gegengelaufen und dann funktioniert das auch noch. Mäh. Oh Mann, das Ding braucht echt mal. Das Ding braucht echt ein bisschen Liebe. Laserrücken. Brauche ich schon fast gar nicht. Wobei, bist du so lieb und levelst mal gerade meinen Holoschildwerfer? Ich meine, wäre cool von dir. Es ist witzig, wie man sehen kann, wie die Erfahrung steigt bei dem Ding. Ja, nee, so viel Zeit habe ich dann doch nicht für dich. Sorry, ich habe leider kein Foto für dich. Ach, da habe ich geparkt. Okay. Alles okay. Woohoo! Aus dem Weg! Aua! Snipern ist uncool. Lass mich in Ruhe. Blöder Penner. Einem HP überlebt. Ja, das muss man mir erstmal nachmachen. Mit einem HP zu überleben. Niemand bleibt zurück. Die Stimmung ist angespannt, als das Darkstar-Team durch... Laber nicht. Oh. It is just right. Oh ja, bitte. Zeitbombe. Gibt nur noch einen Mod und den wissen wir, welcher das ist, aber ich muss mal gerade gucken. Was kann noch Zeitbombe bauen? Der Tilger kann auf Zeitbombe? Johnny. Ich glaube sonst... Nee, du kannst das nicht. Du bestimmt erst recht nicht. Du auch nicht. Oh! Das ist mir neu. Du, dich lassen wir mal auf Schock. Weil alles, was nicht überlebt, stirbt sowieso. Dich schalten wir mal wieder auf Frost um. So cool Verwandlung ist, schalten wir auch mal wieder auf Frost um. Du hast echt nicht viel zur Option, ne? Ich meine, lassen wir so. So, Epilepsie-Warnung! Die Kugelschlösser hacken, bevor sie das Tor zum Delta-Block öffnen können. Oder auch nicht. Ich habe das schlimme Erinnerung gehabt. Fakt ist auf jeden Fall, der Mod hier ist fucking broken. Der Zeitbomben-Mod ist übertrieben. Das darf ich euch jetzt schon mal sagen. Oh ja, genau das war das. Als ein Bus voller Cheerleader. Oh, ja, das sind die flashenden Lichter, an die ich mich erinnert habe. Schnellfeuer. Ich krieg gerade Achievements ohne Ende. Über meinen Cornflakes-Vertrag, Mann! Ratchet ist in Topform. Ich glaube nicht, dass jemals ein Kandidat so lange im Gefängnis von Maraxxus überlebt hat. Und ich hoffe, dass das nie wieder vorkommt. Das war dumm von mir. Ja, doch, das war dumm von mir.
Ich renne einfach runter, like it's nobody's business. Aber was soll's. Ich reiß sie in Stücke! Oh, ja. Der Tilger hat das auch. Ich wusste gar nicht, dass der Tilger das kann. Wieso lebst du noch? Seht ihr das? Das ist eine Tilger-Bombe. Zeitbombe ist wie Schockmod. Und absolute Tötung in einem. Oh ja, das ist der Punkt. Es ist nicht unbedingt Epilepsie-Warnung, aber es ist schon ziemlich Jesus. Oh Mann, diese Typen sind heiß. Hast du das gespürt, Juanita? Juanita! Wir müssen den Schocker ausschalten. Die Energie müsste reichen. Schmeiß Superbombe! Just do it! V9! Das Ding macht an sich nur 440, ich habe aber das Gefühl, das ist die mächtigste Waffe in Game. Boom! Es fühlt sich einfach gut an. Belassen wir es dabei, ja. Es fühlt sich einfach richtig an. Benutze ein EMI, um sie zu deaktivieren. Ja. Das ist das Schöne. Es regelt sich hier eine Menge selber. Na, wollt ihr hier durch die Tür? Nö. Ich wollte gerade sagen, wie viel hältst du aus? Wow, wirklich. Kumpel, steh auf. Heck weiter. Na los. Aber erst beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Bah!